einmal das unbekannte Elia, Entschuldigung, das unbekannte Elia, Kunst und die Fratze der Macht auf der rechten Seite. Zu dem ersten Bild sagt sie, gibt es das unbekannte Elia? Hat es Macht? Schlummert es wie ein Tiger? Lebenskunst ist das Motto dafür. Zum zweiten Bild, Macht durch Gold und Geld, Menschlichkeit wird verdrängt durch Rücksichtslosigkeit, Gewalttätigkeit, Tücke, gnadenlosen Egoismus. Ist das der Weg zu den Sternen und dem Glück? Sie arbeiten mit keinem Computer oder Digitalkunst. Die Computer betrachtet die Künstlerin lediglich als zeitgemäßes Hilfsmittel, wie Palette, Pinsel, Farbspray und so weiter. In den Arbeiten werden Malerei und Fotos, ausschließlich eigene, kombiniert. Nichts wird dem Zufall des PCs überlassen, sondern die Künstlerin formt und lebt sich in das Werk hinein, bis sie sich damit identifizieren kann.